Tor Nummer 1. Patrick Maika. Nach einem sehr schönen Freistoß abgestaubt. Da gab es für den Torwart gar nichts zu halten. Tor Nummer 2. Tim Kleindienst nach Vorlage von Marc Schnatterer zum 2:1 Siegtreffer gegen den SV Sandhausen. Tor Nummer 3. Oliver Hüsing nach Eckball per Kopf zum zwischenzeitlichen 1:0 gegen den SV Darmstadt. Tor Nummer 4. Am letzten Spieltag verkürzt Stefan Schimmer zum 1:2 gegen den Karlsruher SC.